Uns hat einfach zum Ende in die Ruhe gefehlt und man muss sagen, dass gerade in der Phase von der Saison es halt wichtig ist, wenn man oben dabei sein will, aufsteigen will, dass man bis zum Ende die Ruhe bewahrt. Das hat uns heute einfach gefehlt. Ergaunert würde ich jetzt nicht sagen. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben recht früh geführt, haben dann schnell den Ausgleich kassiert, aber dann auch wieder kurz vor der Halbzeit in einem wichtigen Moment das 2-1 gemacht. Und dann haben wir uns in der Halbzeitpause ganz gut eingestellt. Und ich denke, dass Rot-Weiß auch nicht viele Chancen hatten. Klar, in der 90. nochmal diesen komischen Kopfball an Pfosten, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, verdient, und weil wir halt wirklich gemeinsam gekämpft haben. Ja, und ja, verdienter Sieg. Und man muss halt auch sagen, dass Rot-Weiß auch wie wir relativ spielstark ist. Ja, das hat man heute auch gesehen. Also anders als jetzt an anderen Spieltagen gegen andere Gegner lief der Ball ganz gut. Und ja, nach unserer Führung war klar, dass wir denen ein bisschen mehr Ball überlassen. Ja, ist ja normal. Ich denke, andersrum wäre es genauso gewesen. Ja, und dementsprechend können wir zufrieden sein. Ja, ein Quäntchen Glück auf jeden Fall. Ich meine, wenn du dann vorne dauerhaft presst und ja, hauptsächlich in der gegnerischen Hälfte spielst, da musst du halt auch einfach mal ein bisschen Glück haben und den richtigen Pass spielen. Das hat einfach heute nicht gepasst und auch einige Chancen liegen gelassen, einfach sehr unglücklich im Rückblick betrachtet. Letztendlich kann ich auf gut Deutsch sagen, können wir uns wirklich in den Arsch beißen, weil wir halt gegen andere Gegner, wo es eigentlich klare Siege hätte geben müssen, wir gepatzt haben. Gegen gute Gegner sahen wir eigentlich immer ganz gut aus. Rot-Weiß liegt uns schon seit Jahren, also weil die halt wirklich auch eine Mannschaft ist, die mitspielt und dann sich auch Lücken für uns ergeben. Andere Mannschaften stellen sich eher hinten rein. Ist dann für uns immer ein bisschen schwieriger, Lücken zu finden, aber ja, was ist noch drin? Keine Ahnung. Wir sind jetzt wieder dran, haben gewonnen an Rot-Weiß mit 3 Punkten. Es kommt halt auch immer drauf an, was die anderen machen. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber klar, wenn wir jetzt Woche für Woche gewinnen, dann freuen wir uns, wenn andere patzen. Ja. Also unser Ziel ist, oben dabei zu sein, nach Möglichkeit den Aufstieg zu packen. Ich denke mal, wir sind auch noch ganz gut im Rennen. Ich glaube, wir haben uns auch durch die letzten Spiele, dadurch, dass andere Mannschaften vielleicht oben gepatzt haben, ganz gutes Puffer aufgebaut, und es gilt es halt jetzt in den nächsten Spielen einfach nicht zu verschenken. Das war in den vergangenen Jahren sehr unglücklich. Jetzt heißt es halt einfach am Ball dranbleiben, wieder aufstehen, nächste Woche 3 Punkte wieder mitnehmen und das bis zum Ende der Saison einfach durchziehen, und dann gucken wir, was bei rauskommt. Ob es für einen Aufstieg reicht oder nicht, sehen wir dann. Wir werden auf jeden Fall alles in unserer Macht Stehende tun, dass wir so oben dranbleiben und uns auch festsetzen, und was halt am Ende rauskommt, schauen wir dann.